Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, hier in dem dritten Teil des Angehauen, einem Angespielt-Format zu Expeditions Viking. Wir sind immer noch Sigurd Helgason, der Nachfolger unseres Vaters Helgi, der ja nicht so der perfekte Anführer war, das haben wir hier schon festgestellt, der hat hier ganz schön viel Scherben hinterlassen. Hier unten in der gelben Tunika liegt immer noch Ota, den wir beim letzten Mal doch ziemlich grausam umgebracht haben. Da konnten wir uns zu entscheiden, um hier Stärke zu demonstrieren. Ob das jetzt wahre Stärke war, darüber lässt sich streiten. Sein Bruder hier oben, hieß der Thule? Ich bin mir nicht mal ganz sicher. Und der dritte hier, die sind auch beide verstorben. Der vierte Bruder war ja weggerannt. Ja, was da wohl der einer zu sagt, der Vater von denen, das wird der bestimmt nicht lustig finden. Mal gucken, wie sich das weiter gestaltet. Wir wurden dann von Asleif herausgefordert, der selbst Tane werden will, und der hat uns für morgen zu einem Duell herausgefordert. Und wir versuchen uns jetzt hier bei der Jägerin und bei der Hexe Rat zu suchen. Wir haben uns schon eine bessere Lederrüstung, also überhaupt mal eine Rüstung geholt, damit wir mehr Chancen im Kampf morgen haben, denn wir sind ziemlich unterlegen hier mit unserem Speer- und Messer-Schildbild. Damit sollten wir keine großen Chancen gegen den sehr kampferfahrenen Asleif haben, deswegen holen wir uns hier so ein paar, ja, so halblegale, würde ich fast mal sagen, halblegale Tricks, aber das müssen wir wohl auch tun, anders werden wir kaum hier eine Chance haben. So, ein unvollendeter Runenstein mit nur einigen Einkerbungen, die Wörter umschließen sollen. Okay, also hier ist noch ein Runenstein, der noch eventuell verbessert wird. Hier ist eine leere Kiste, hier ist Schmieröl, Gift und Pulver drin, das nehmen wir mal alles mit. Ach, guck mal, hier unten, man kann überall, kann man hier noch nach Dingen gucken. Stoff, Teer und Honig, mehr Teer, mehr Pulver, wer weiß, wofür das Ganze gut ist. So, zur Hexe geht's hier unten lang, da müssen wir sowieso über die Brücke hier. Guck mal, hier ist noch ein kleines Boot, das vielleicht irgendwie zum Fischen benutzt wird. Und hier drüben geht's, glaube ich, lang. Zur Hexe, da werden wir jetzt als erstes einen Besuch abstatten, denn ja, mal gucken, ob sich Sigurd dort helfen lassen kann. Wie komme ich denn da jetzt rein? Ach, hier drüben. Ach, die steht da vorne. Ah, okay. Das habe ich übersehen. Okay, Roskva, die Schwarze. Why are you here? Die Schülerin der Hexe kümmert sich um die Kerzen, die um einen alten Baum herum aufgestellt sind. Als sie dich sieht, steht sie auf. Die Augen halb verdeckt von einer feuchten Strähne rabenschwarzen Haars, blickt sie dich an. Was machst du denn hier draußen? Ja, wollen wir jetzt hier den dicken Tane raushängen lassen? Ich weiß ja nicht. Aber wir sagen jetzt schon, nee, so sprich nicht mit mir bitte. Ein merkwürdiges, schiefes Lächeln. Roskva. Helgi hat sich nie hier draußen blicken lassen, deshalb bin ich so überrascht. Das Mädchen spielt nervös mit der Kerze in ihrer Hand und schabt mit einem langen Fingernagel das Wachs herunter. Sie hat keinen guten Tag heute. Jetzt wollen wir jetzt ein bisschen auf Comedy, auf Witz gehen hier. Das habe ich dann mit ihr gemeinsam. Ja, da komm, das machen wir mal. Unseren Humor haben wir noch nicht vollends verloren, auch wenn es sehr, sehr bitter aussieht bisher. Sehr, sehr düster aussieht, aber ein bisschen Humor muss mal sein. Sie lächelt verunsichert. Wie denn das? Ich habe das Gefühl, der halbe Clan will mich tot sehen. Ja, das auch. Ich werde morgen auf der Holmgang-Insel gegen Asleif antreten. Sie hebt kaum merklich die Augenbrauen. Ihre Stimme bleibt jedoch monoton. Na, sieh mal einer an, dann möchtest du bestimmt ein Gift von mir. Kennst du dich denn mit Giften aus? Ihr Lächeln erinnert an eine Katze, die eine Möwe betrachtet. Ich habe das ein oder andere bei Hulda gelernt. Wenn sie etwas schwierig ist heute, komm noch einmal zu mir zurück. Vielleicht kann ich helfen. Okay, fortsetzen. Also wir können... Wir können theoretisch, wo war denn hier nochmal, genau, Quest. Wir können theoretisch auch
Hulda um ein Gift bitten. Ach so, nee, das ist ja die Hexe. We've got visitors, Hulda. It's the Thane. Come out and say hello. Ja, wir haben Besucher, Hulda. Komm mal raus und sag hallo. Hulda Krähensprecher. Die alte Hexe kommt in Begleitung ihrer grüblerischen Schülerin aus ihrer Höhle. Ihre Knie zittern bei jedem ihrer langsamen Schritte und ihr Blick verrät tiefe Besorgnis. Ein paar Meter vor ihrer Hütte bleibt sie stehen und sieht dich überrascht an. Was machst du denn schon so früh zu Hause? Hast du dich entschieden, doch nicht zu gehen? Was redest du da? Sie wankt einen Schritt auf dich zu. Als du fort warst, habe ich Thor ein Opfer dargebracht und noch in jener Nacht schlug ein Blitz in die große Weide ein. Er hat dich sicher zurückgebracht, genau wie er es mir zu verstehen gegeben hatte. Okay. Roskva spricht sanft mit der Alten. Das ist Sigurd, der Sohn von Helgi und Astrid. Erinnerst du dich an ihn? Die alte Hexe blinzelt erneut. Sie sah lange in Roskvas Augen, als ob sie dort nach etwas suchte. Verärgert schüttelt sie den Kopf. Natürlich erinnere ich mich. Sieh mich nicht so an, als ob ich mich nicht mehr erinnern könnte. Sie wendet sich wieder dir zu, doch ihre Stimme ist zu einem ungeduldigen Kläffen geworden. Was willst du hier? Könntest du ein Gift für mich brauen? Ich brauche Unterstützung bei einem Duell. Ja, ich glaube, das sagen wir mal. Ich brauche Unterstützung bei einem Duell. Sie hebt die Hand und zeigt mit einem langen, schmutzigen und gesplitterten Fingernagel auf dich. Ich habe dir doch gesagt, dass du die Mixtur brauchen wirst, aber du wolltest sie nicht haben. Roskvas Tonfall ist vorsichtig. Hulda. Ich glaube, die ist ein bisschen verwirrt, die Alte. Ein giftiger Blick unterstreicht ihren schroffen Tadel. Sei still, Mädchen! Lange Zeit herrscht Stille. Dass Hulda dich pausenlos anstarrt, wird dir immer unangenehmer. Doch dann scheint ihr Blick glasig zu werden. Mal wollen wir versuchen, zu ihr nett zu sein? Ich hatte auf deine Hilfe gehofft. Ich brauche eins deiner Gifte. Ja komm, ich hatte auf deine Hilfe gehofft. Wir versuchen es mal freundlich. Ihr Blick wandert ziellos umher. Selbstverständlich helfe ich dir. Ich helfe doch immer gern. Neulich opferte ich Thor einen ordentlichen fetten Hasen, damit er während deiner Reise auf dich Acht geben möge. Und just in jener Nacht schlug ein Blitz in die große Weide ein. Okay, sie wiederholt sich, das klingt nicht so gut. Die Novizin zupft diskret am Ärmel der Alten. Das sagtest du bereits, Hulda. Oh Mann, ich glaube, die ist völlig verwirrt. Das alte Weib ergreift Roskvas Hand und bohrt ihre Nägel dem Mädchen in die Unterseite des Handgelenks. Roskva zuckt sichtlich zusammen. Lüg doch nicht, du nutzlose Kuh! Ich weiß, was ich sage. Ich bin doch kein Idiot. Oh Mann, die ist ja schon völlig dement, ey. Oh Mann, du bist heute ein bisschen durcheinander. Dein Gedächtnis. Die alte Hexe kreischt, sodass ihr der Speichel aus dem Mund spritzt. Verschwinde hinfort! Ich will dich hier nie wieder sehen. Bleib bloß weg, du verlogene Ziege. Ach du liebe Zeit. Roskva gibt seufzend auf und geht. Als sie an dir vorbeiläuft, hält sie kurz inne, damit sie niemand außer dir hören kann. Sie hat mich heute schon insgesamt 3-mal für immer fortgeschickt. Und sobald sie dann wieder ins Bett gemacht hat, ruft sie wieder nach mir. Ach du liebe Zeit. Oh, das sieht ja gar nicht gut aus. Hulda starrt ihrer Schülerin mit finsterem Blick hinterher. Soll man es nochmal versuchen? Ich brauche Unterstützung bei einem Duell. Mal gucken, was dann passiert. Es wäre schon... Nein, ich glaube, wir reden hier mal ins Gewissen. Natürlich, wer weiß, was jetzt passiert, aber wir versuchen es mal. Du solltest nicht so mit Roskva sprechen. Sie will doch nur, dass alle mich für schwachsinnig halten, damit sie die neue Hexe wird. Glaub ihr kein Wort. Ich bin völlig klar im Kopf. Aber sie hat recht, du hast dieselbe Geschichte 2-mal erzählt. Wag es ja nicht. Ich weiß, was ich gesagt habe. Sag einfach, was du von mir willst, damit ich bald wieder meine Ruhe vor dir habe. Ich benötige ein Gift, das einen Krieger im Kampf schwächt. Ich hatte dir ein Gift angeboten, du wolltest es nicht haben. Es ist verbraucht, es hält nicht so lange. Ich muss es frisch ansetzen, es wird also mindestens 2 Tage dauern. Ja, ich glaube, das wird nichts mehr. Ich hoffe, dir geht es bald wieder besser. Hulda schimpft hinter euch her, als ihr fortgeht.
Ich bin völlig klar im Kopf. Das hinterhältige Mädel ist das Problem. Sehr gut, haut nur ab und kommt ja nicht wieder. Dialog beenden, oh Mann. Das hat nicht so gut funktioniert. Wir müssen wohl wirklich mit der Schülerin hier nochmal sprechen, mit Roskva. Roskvas Stimme klingt zaghaft, als du sie wieder siehst. Tut mir leid, dass du sie auf die Art erleben musstest. Sie hat nur einen schlechten Tag. Na, das ist ja prächtig. Ich habe den halben Clan gegen mich und die Hexe hat ihr Verstand verloren. Da muss ich eben anständig und ehrlich gegen Aslife kämpfen. Nein, das werden wir nicht tun. Wir sind völlig unterlegen. Keine Stärke und nichts hier. Wir müssen uns so ein Mittel besorgen. Ist mir völlig egal, ich brauche ein Gift. Nein, so unwirsch sind wir nicht. Ja, du musst dich nicht entschuldigen. Das ist nett von dir, aber ich trauere um Hulda. Sie ist eine weise Frau, die ihr ganzes Leben der Pflanzenkunde, den Göttern und den Geistwesen gewidmet hat. Es ist schlimm für mich zu sehen, wie sie immer verwirrter wird. Ja, das ist wirklich eine traurige Geschichte, da stimme ich ihr zu. Wenn du an einen besseren Tag gekommen wärst, hätte sie dir mit dem Duell helfen können, das weiß ich. Wie viel ihres Wissens hat sie denn an dich weitergegeben? Die junge Hexe lächelt kaum merklich. Hulda hat mir viel beigebracht, über Kräuter und Pilze, darüber, wie man Schmerzen lindert oder verursacht. Sie greift tief in ihren Rucksack und kramt eine kleine Dose hervor. Das ist ein Pulver. Wenn du ihm das am Morgen verabreichst, wird er sich mittags kaum noch auf den Beinen halten können. Einen kleinen Vorteil. Wie bringe ich den dazu, es einzunehmen? Ich werde ihm einen Trank bringen, der ihn angeblich stärker macht und dafür sorgt, dass die Götter ihm morgen wohlgesonnen sind. Oh, wird er sich denn dann aber nicht an dir rächen wollen? Roskra grinst suffisant. Wenn du gewinnst, kannst du mich doch beschützen. Also, sieh bitte zu, dass du gewinnst. Okay, sie ist ja sehr, sehr zuversichtlich, aber das klingt gut. Also haben wir uns schon einen Vorteil erhascht, aber wir werden uns absichern. Das wird nicht alles sein. Wir werden auch noch zum Jäger, zur Jägerin Sigrid gehen. Das ist zwar nicht ganz ehrenhaft, was wir hier machen, aber es hat ja auch keiner gesagt, dass wir ehrenhaft gegen ihn gewinnen müssen, oder sehe ich das falsch? Also von daher werden wir das trotzdem so tun. Wir können hier immer noch Dinge aufsammeln. Stoff. Ja, eine Blase. Eisen und Gift. Wer weiß, wofür wir das noch brauchen. Ach, war leer. Auch leer. Okay. So, da drüben ist Sigrid. Mit ihr werden wir auch nochmal sprechen. Sigrid ist die beste Jägerin des Clans. Außerdem ist sie mit Ljot. Ich glaube, es wird Ljot ausgesprochen. Ich bin mir nicht ganz sicher mit diesen nordischen Aussprachen. Aber ich glaube, es müsste Ljot heißen. Dem anderen hauptberuflichen Jäger verheiratet. Respektvoll senkt sie den Kopf, als du auf sie zugehst. Heil Oxel, Sigurd. Oder Sey? Sel, glaube ich. Ich war Zeuge von Aslives Herausforderungen. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Bist du auf meiner Seite, was diesen Streit angeht? Ich glaube nicht, dass das die schlauste Wahl einer Frage ist, aber Wir gehen mal direkt forward hier. Also wir werden direkt mal die direkte Frage wählen. Könnte man denn nicht einen Mann auf dieselbe Art in die Falle locken wie ein Bär? Sie hob beide Augenbrauen. Eine Falle für den Kampf? Interessante Idee. Das erinnert mich an eine Geschichte, die mir dein Onkel Grimulf einmal erzählt hat. Er war mit Helgi in Götaland, um für Sigurd Ring zu kämpfen. Und da wurde er beauftragt, einer berittenen Gruppe Söldner aufzulauern. Eine feindliche Verstärkung. Laut Grimulf wollte dein Vater die Reiter mit einem Überraschungsangriff auseinandertreiben. Seine Idee war, ein robustes Netz über dem Pfad aufzuhängen und den Strick unter Zweigen versteckt über dem Boden zu spannen. Als das erste Pferd auf den Strick trat, löste er sich und das Netz fiel auf den Reiter, der sich darin verhedderte und vom Pferd fiel. Okay, das klingt lächerlich. Wieso? Ja, ich weiß nicht, es ist so verrückt, dass es tatsächlich klappen könnte. Aber ich würde auch sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass Aslife so dumm ist, dass er darauf reinfällt. Es hängt davon ab, ob er eine Falle erwartet und wie gut diese getarnt ist. Ich weiß, wie man eine Falle gut genug tarnt, dass niemand sie entdeckt.
Oh. Erwartet er eine Falle oder nicht? Ja, los, wir versuchen es. Wir müssen alles versuchen, um den Kampf einfacher zu gestalten, weil wir wirklich körperlich dermaßen unterlegen sind. Dann lass es uns versuchen. Gut, ich beginne mit den Vorbereitungen. Das Schlimmste, das passieren könnte, wäre, dass du ganz normal gegen ihn kämpfen musst. Ja, ich denke, so ganz normal kämpfen wir schon nicht gegen ihn, aber wir probieren es. Ist nicht die ehrenwerte Art, wie wir das hier machen, aber ich denke, das ist durchaus angemessen, wenn wir unsere körperliche Unterlegenheit in Betracht ziehen. Okay, jetzt können wir das Fest mal beenden und uns dann ausruhen fürs morgige Duell. Das werden wir jetzt auf jeden Fall machen. Wir gehen wieder ins Langhaus zurück. Und dann werden wir uns noch einmal ausruhen. Im Kampf kannst du Fertigkeiten aktivieren und deaktivieren. Mehr konnte ich leider nicht lesen. Wir können aber auch mit den verschiedenen Tarnes nochmal sprechen. Das werden wir auch machen. Wie ich sehe, hast du alle Hände voll zu tun. Du solltest dringend deinen Clan auf Vordermann bringen, sonst hast du beim Alting schlechte Karten. Das ist wahrscheinlich so eine Versammlung, oder es ist die Versammlung der Tarne. Das war ein scheußlicher Angriff, mein Junge, aber nimm's nicht allzu schwer. Du hast die Situation hervorragend gemeistert. Eine Schande, dass die Trauerfeier deines Vaters durch so etwas gestört wurde. Okay, Halfdan sagt, also das ist ja ein starkes Stück. Was sind das nur für Dreckschweine, die dich während einer Trauerfeier bedrohen? Aber, wie heißt es so schön, jedes gelungene Fest braucht einen Kampf. Na gut. So, dann würde ich sagen, ab ins Bett hier drüben, das hier hinten steht. Und ja, möchtest du zu deinen Gästen zurückkehren und den Abend beenden? Du wirst dann keine Zeit mehr haben, dich auf das morgige Duell vorzubereiten. Ja, oder können wir noch was machen? Ach, die Karte ist hier deaktiviert. Wir können ja nochmal rausgehen. Und mal schauen, ob wir vielleicht... Vielleicht gibt es ja noch geheime Ziele irgendwie. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob dieses Spiel auch sowas wie geheime Questziele kennt. Dass wir uns noch irgendwo einen kleinen Vorteil verschaffen. Weil ich habe echt das Gefühl, wir müssen alles versuchen herauszuholen. Jetzt haben wir natürlich die optionalen Ziele alle gemacht. Aber wir waren zum Beispiel nicht hier oben an der Grabstätte. Vielleicht gehen wir dort einfach mal hin. Das wäre doch eine Idee. Möglicherweise uns vielleicht noch Beistand von unserem toten Vater zu holen oder so. Wer weiß das schon. Ob das hier überhaupt Sinn ergibt. Dein Großvater hat diesen Stein aufgestellt. Es steht dort in Runenschrift. Eikin Skjaldi schuf dieses Monument in Gedenken an Svanvit. Die Anmut Skjerns. Oh, an seine Frau wahrscheinlich. Das ist ja wirklich... Und hier sind überall dann so kleine Mini-Gräber oder ja, so Hügelgräber kann man die, glaube ich, gar nicht nennen. Ach, guck mal hier. Aedis entzündet immer noch Kerzen an Alvards Grab, ein Jahrzehnt nachdem er von der Krankheit dahingerafft wurde. Ja, auch Krankheit ist hier ein üblicher Todesgrund. Fertigkeitspunkt erhalten? What? Indem ich die Steine zerhauen habe? Okay, P drücken. Fertigkeitspunkte, das waren diese hier, die wir hier verteilen. Wie viele haben wir denn jetzt? Wo sehe ich denn das? 13, 48 haben wir verteilt, aber 13 können wir nehmen. Wie viel kostet das mit dem Messer hier? 9. Das Schild kostet auch 9 und der Speer, ja. Ist natürlich die Frage. Tritt oder Finte oder zwei Waffen, lähmen. Sturmangriff, was war Finte nochmal? Bewege dich auf die andere Seite des Ziels und sorge dafür, dass das Ziel seinen Gelegenheitsangriff verbraucht. Führung kostet 9. Galda ist für die Gruppe wichtig. Fallen entdecken haben wir ja schon einen. Das reicht, glaube ich, erstmal. Diplomatie, das können wir nicht machen. Da müssen wir 100 aufwenden. Das dauert ja wohl noch ein bisschen. Flinke Füße. Unerbittlich, zusätzliche Aktion. Ja, Rächer. Hinterrücks geplagte Feinde. Bewaffnet. Schleuder.
Schwert können wir nicht, das ist klar. Ich bin am Überlegen, ob wir vielleicht Finte machen sollen. Oder ob wir einfach unsere Führung verbessern. Benachbarte Einheiten beschützen. Verspotten, Hexenkunst. Was wäre das denn? Hexenkunst Stufe 1 demoralisieren. Ja, das wäre auch nicht schlecht, aber... Ich weiß nicht, Nutzgespür, das wird für uns da besser passen, oder? So, klickt auf das Symbol, das wissen wir schon, das ist eigentlich bekannt. Dann bekommen wir nochmal plus 5 auf alle Resistenzen, vielleicht hilft uns das ja im Kampf auch. Und wir bekommen ja vielleicht neue Gesprächsoptionen, dann werden wir das doch jetzt mal gerade machen. Okay, Führung 2, alles klar, dann haben wir noch 4 übrig. Aber cool, dass man das hier machen kann. Meine, das ist jetzt ja nicht schlecht. Guck mal, hier unten können wir auch noch hin zu dem Grab. Du erinnerst dich noch daran, wie dein Vater Holmunds Leichnam nach Hause brachte. Nefja durfte danach fast ein Jahr nicht mit dir trainieren. Sie erschien dennoch, wenn auch heimlich. Ich weiß nicht, lief da was oder läuft da was zwischen Nefja und Sigurd? Kann ich mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz vorstellen. Na, wer weiß das schon. Hier drüben sind irgendwelche Kräuter, die wir sammeln können. Grabblume. Okay. Na gut. Hier oben geht es noch weiter, aber ich denke mal, aber wir können ja auch hier oben lang. Nochmal einen kurzen Abschnitt durch den Nordteil des Dorfes. Hier drüben ist übrigens, sind irgendwie hier Schweinestall und ein größerer Kuhstall. Und hier drüben ist irgendein abgewracktes, verkommenes Haus oder ein Rest von einem Haus. So, wir nehmen Stoff und Honig und Holz mit. Wie gesagt, das werden wir bestimmt noch gut gebrauchen können. Sammeln wir jetzt einfach mal alles ein, was wir hier noch finden können. Extrakte. Leer. Ah, schade. So, Quellduft war ja schon... Können wir hier rein? Nein. Nefja wohnt hier mit ihrer Mutter Björgdis und ihrer Zwillingsschwester Eifura. Es wäre unhöflich von dir, sie zu dieser späten Stunde zu behelligen. Aber cool, dass das Spiel mir auch eine Rückmeldung dann gibt über sowas. Und nicht einfach sagt, ja, jetzt, ne? Da wohnt irgendwer, du darfst sie nicht stören, sondern einfach, da wohnt jetzt hier Nefja mit ihrer Mutter. Das Ganze so ein bisschen persönlicher gestaltet hier. Okay, ich denke mal, wir sind soweit. Wir werden jetzt hier in das Langhaus gehen, übernachten. Und dann, ja, liebe Leute, dann kommt es zum Duell. Das werde ich auf jeden Fall in dieser Folge noch mit reinpacken, dieses Duell am nächsten Tag. Dann haben wir nämlich hier auch eine schöne Überleitung und ein schönes Ende, glaube ich, für das Angespielt erstmal, für dieses Angehauen. Und dann können wir überlegen, ob das vielleicht mal als Let's Play fortgesetzt wird. Ich wäre da schon sehr begeistert von, ich würde das gerne machen, allerdings ist es momentan, das kann ich euch schon mal vorweg schicken, zeitlich absolut nicht drin. Ich habe schon zwei andere Rollenspielprojekte, ich kann nicht noch ein drittes anfangen. Zumindest nicht in den nächsten Wochen. Danach müssen wir mal gucken. Wir werden das Fest mal beenden und uns dann am nächsten Tag einem hoffentlich sehr geschwächten Aslaif stellen und ihn mit unlauteren Mitteln schlagen. Ja, mittags am nächsten Tag. Am nächsten Tag ruderst du zusammen mit Nefja und Kettil in einem kleinen Boot des Clans zur treffend benannten Holmgang-Insel. Dort werdet ihr von Sigrid und Ljot begrüßt, die schon vor euch angereist waren, um den Kampfplatz abzustecken. Die Jägerin zeigt auf ein paar Zweige, die auf dem Boden verstreut liegen. Da drüben habe ich das Seil befestigt. Der Holzscheit liegt zwar gut getarnt unter den Zweigen, aber du solltest dennoch versuchen, Aslaifs Aufmerksamkeit auf dich zu lenken, wenn er kommt. Falls er kommt. Vielleicht hat er es sich anders überlegt und bleibt lieber zu Hause. Naja, Kettil, das glaube ich nicht. Nefja knufft Kettil in die Seite. Oder vielleicht lässt Thor versehentlich seinen Hammer Mjölnir, der, wie ich letztens wieder gehört habe, gar kein Hammer, sondern eine Axt war im Übrigen, und erst durch die isländischen Edda-Erzählungen oder ja, auch Verschriftlichungen zu einem Hammer gemacht wurde, fallen, der daraufhin vom Himmel fällt und Aslaifs Boot zerschmettert. Jetzt kann ich schon kaum noch sprechen hier. Nee, so schwächlich sind wir nicht. Wenn er nicht auftaucht, werde ich ihn aus dem Clan verbannen müssen.
Ketty schenkt ihr ein sarkastisches Lächeln. Das wäre doch die ideale Lösung für unser Problem. Aber er wird da sein. Der Kerl hat die Sturheit eines Maulesels und auch den Verstand. Ja, kurz darauf trifft dein Herausforderer ein. Er wird begleitet von zwei jungen Männern aus seinem Zweig der Familie, die auch schon bei deinem Festmahl mit ihm am Tisch saßen. Okay. Besiege Asleif im Einzelkampf. Oh Gott. Ja, dann gehen wir mal hin. Können wir die Zweige hier schon irgendwo sehen? Nee, ich würde jetzt mal gerne wissen, wo die sind. Nicht, dass wir da nachher selber noch drauf treten. Es gibt übrigens einen Kodex hier. Mein Clan. Aha. Mal gucken, was wir da später noch finden. Aber jetzt geht's erstmal hier in den Kampf. Asleif macht einen benommenen und ermatteten Eindruck und er hat tiefe Augenringe. Er sieht dich nicht einmal an, als er den Ring betritt. Seine Stimme ist nur noch ein heiseres Krächzen. Ich bin gekommen, um wie besprochen gegen dich zu kämpfen. Bist du bereit? Nefja spricht dir zu, doch während sie spricht, ruht ihr Blick immer noch auf Asleif. Sigurd, ich melde mich freiwillig, dich im Kampf zu vertreten. Das ist zwar schön, aber es geht ja darum, dass wir beweisen, dass wir der bessere Tane sind. Beweisen wir das, indem wir Nefja antreten lassen? Wäre natürlich ein interessanter Twist irgendwie, aber wir haben uns jetzt ja auch die Lederrüstung besorgt. Nein, ich glaube, so viel Stolz haben wir auf jeden Fall. Dein Angebot rührt mich, aber das ist mein Kampf. Nefja nickt mit ernstem Blick und tritt einen Schritt zurück. Ich verstehe. Viel Glück, Sigurd. Du steigst auf der gegenüberliegenden Seite von Asleif in den Ring und Sigrid gibt deinem Gegner ein Zeichen. Als Herausforderer in diesem Konflikt obliegt es dir, die Regeln dieses Duells vorzutragen. Asleif räuspert sich und trägt ungeduldig die traditionellen Regeln des Clans für den Einzelkampf vor. Ich, Asleif, Sohn von Grimwart, habe Sigurd, Sohn von Helgi, herausgefordert, gegen mich, um das Recht, unseren Clan anzuführen, zu kämpfen. Der Sieger wird den Titel Tane von Skjern tragen und das Langhaus als Wohnsitz erhalten. Eine weitere Auszeichnung wird er nicht erhalten. Sollte der Verlierer den Kampf überleben, steht es ihm frei, dem Sieger den Treueeid zu leisten. Lehnt er dies ab, ist sein Leben verwirkt. Wer in diesem Duell fällt, wird hier bestattet. Alle Waffen sind erlaubt. Das Duell ist beendet, wenn einer der beiden Krieger tot oder kampfunfähig ist. Er nickt noch einmal respektvoll, dann schwingt er seine Waffe. Als Herausgeforderter hast du das Recht auf den Erstschlag. Okay, also wir starten mit der Runde quasi. Sigurd, ja, ich denke, wir werden aber nicht den Speer nehmen. Wir nehmen dann mal unseren Schutz durch das Schild in Anspruch. So, wir können ihn damit nicht anvisieren. Er ist ja nicht immobilisiert, ne? Ah, hier, da drüben sind die Fallen. Okay. Ja, dann sollten wir jetzt vielleicht nicht auf die Fallen drauflaufen. Attacke. Tür des Gunst können wir machen. Können wir irgendwie... Oder wollen wir doch mit dem... Stab hier angreifen, hätte ich bald gesagt, mit dem Speer, damit wir ihn erstmal anlocken. Zack. 33 Schaden. Hatte ich eigentlich, wie ging denn das nochmal mit dem Info-Ding? War das mit Q? Nee, wo war denn das nochmal? Nee. Irgendwo konnte man doch hier eine Übersicht bekommen von ihm, aber ich habe mir das nicht gemerkt, leider. Okay. Ja, Runde beenden. So, er ist gefangen. Jawohl, er ist in die Falle reingelaufen. Sehr schön. Sehr gut. Das heißt, wir dürfen jetzt gleich nochmal angreifen. Dann wechseln wir jetzt mal wirklich die Waffen nochmal. Greifen ihn an. Zack. Also er ist gefangen und geschwächt. Das sind wohl die... Genau, Roskvas Gift und er ist gefangen. Und jetzt hoffe ich, dass wir den Schlag hier überleben. Wir können ja auch natürlich erstmal zurückgehen und ihn kommen lassen. Denn ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der so schnell wieder gehen kann. Okay, er hat sich befreit. Aber jetzt hauen wir ihn. Das letzte Mal hoffentlich. Nein, er hat absorbiert.
Oha. Ja, ein Angriff wurde gerade geblockt. Wenn das passiert, fügst du dem Ziel keinen Schaden zu, denn der Schaden wird vom Schild absorbiert. Je besser der Schild, desto mehr Nahkampfschaden kann er absorbieren. Die Absorption wird angezeigt durch den blauen Balken über dem gelben Balken. Ah, okay, den haben wir auch. Ja, er hat ein bisschen absorbiert, aber ich denke, das sollte reichen. Genau, erreicht die Absorption eines Schildes 0, kann er keinen weiteren Schaden mehr absorbieren. Wie die Trefferpunkte eines Charakters auch, wird ein Schild nach dem Ende eines Kampfes wiederhergestellt. Okay. Geht also nicht sofort kaputt oder so. Okay. Oh, er hat uns direkt getroffen für 17 Schaden. Aber komm, jetzt müssen wir doch... Jawohl, treffen! Aslife wurde außer Gefecht gesetzt. Wir haben ihn besiegt. Mithilfe unserer Vorbereitung war das jetzt nicht so schwer, aber naja. Wer weiß, wie es ohne ausgesehen hätte. Es hätte deutlich schwerer werden können. Mal gucken, was Aslife sagt. Und du hast viel dazugelernt und das ohne einen Vater zu haben, der dich ausbildet. Er hat uns beide trainiert. Was hast du eigentlich gegen ihn? Nein, also so arrogant sind wir nicht mit gefesselten Händen. Nein, nein, nein. Genug geredet, jetzt wird gekämpft. Ne, wir sagen mal, er hat uns beide trainiert. Was hast du eigentlich gegen ihn? Er war ein großartiger Krieger und wie jeder andere auch habe ich ihm dafür Respekt gezollt. Aber würde der König morgen die Leidan-Armee mobilisieren, wie viele einsatzfähige Krieger hätte unser Clan wohl vorzuweisen? Ein Dutzend? In unserem Clan ist die Hälfte der Frauen verwitwet und schuld daran ist Helgi mit seinen tollkühnen Expeditionen. Er schlägt seine Waffe gegen seinen zweiten Schild und nickt dir feierlich zu. Ah, es geht also weiter. Aber wir können jetzt nicht mehr angreifen hier. Er will jetzt quasi, dass wir zu ihm kommen, oder was? Das ist ja ein mehrstufiger Kampf. Krass. Ich möchte aber eigentlich nicht zu ihm kommen. Vielleicht hat er auch noch eine Falle vorbereitet. Wir ziehen uns einfach mal zurück und dann soll er einfach zu uns kommen. Wie wär's denn damit? So, dann muss er nämlich wieder hinlatschen. Dann kann er uns hoffentlich nicht mehr angreifen. Richtig. Jawohl. So, wir nehmen wieder unser Schild. Und, na, Todesstoß geht ja leider nicht. Was haben wir denn mit dem Speer? Hätten wir... Ja, da müssten wir das Ziel angreifen, aber... Hm. 10% Chance auf kritischen Schaden haben wir hier auch. Zwei Panzer brechend. 34, 34, 30, 32. Naja, wir sind aber besser geschützt in der nächsten Runde. Zack, ohne das Schild getroffen zu haben. Ja, geht's hier direkt weiter. Okay, wir können ja nicht von ihm weg, also Runde beenden. Auch er hat uns getroffen. Oh Mann. Na, jetzt wird hier ein Schlagabtausch vollzogen. Also jetzt bin ich aber ganz froh, dass wir ihn da reingelockt haben in die Falle und dass wir ihm auch hier dieses Gift verabreicht haben über unsere Hexenkollegin. Ja, das wäre jetzt uns wahrscheinlich echt schwierig geworden. Nein, absorbiert! Oh. Noch eine Runde. Oh, oh. Aktiviert Wappnen. Er repariert sein Wappen sozusagen mal spontan. Damit kann er dann aber nicht mehr angreifen. Ja, aber er ist noch nicht ganz down. Oh Mann. Ah, wir haben auch absorbiert, immerhin. Ja, und nochmal. Das muss es doch jetzt sein. Der zweite Sieg, das muss doch reichen, oder? Schauen wir mal. So. Da steht er wieder auf. Aslives zweiter Schild ist gesplittert und löst sich vom Griff. Bestürzt geht er zum Boot, um seinen letzten Schild zu holen. Du kämpfst fast so gut wie Helgi. Ich hoffe allerdings, dass du als Tane besser sein wirst als er, solltest du heute gewinnen. Ja, doch, ich glaube, wir bieten ihm das schon mal an. Ich hoffe, mit dir als mein Huskarl dienen zu dürfen. Er nickt ohne zu zögern. Das gebietet mir meine Ehre. Und falls ich gewinne, sollst du mein Huskarl sein.
Naja, ist natürlich jetzt ewig schwierig. Wir haben ja eigentlich gesagt, Asleif hat uns ja total verraten. Eine Frage. Wie gedenkst du, uns zu regieren? Verteidigung, alten Bündnisse verkümmern lassen, Beziehungen wieder aufleben. Ja, ich glaube auch, wir sind schwach geworden und haben viele Feinde. Wir müssen irgendwie unsere Verteidigung verbessern. Dann bist du klüger als dein Vater. Wenn du gewinnst, werde ich dir mit Freude dienen. Aber genug geredet, lass es uns zu Ende bringen. So, 1, 2, 3. Wir kommen eh nicht an ihn ran, oder? 1, 2, 3, nee. Wir kommen nicht bis an ihn heran. Kann er genauso weit laufen wie wir? Wir warten jetzt einfach mal, lassen ihn kommen. Ja. Genau. So. Komm, wir greifen jetzt erstmal mit dem Speer an. Zack, 31. Zack, er greift uns für 18 an, also er macht auch nicht so viel Schaden zum Glück. Na komm, dann spießen wir ihn jetzt mit dem Speer auf oder schlagen ihn damit. Das sieht gut aus. Er schlägt uns auch nochmal und trifft. Jawoll! Außer Gefecht, das sollte es doch jetzt endgültig sein. Auch mit unserer zweiten Waffe, dem Speer, können wir ihn schlagen. Na gut, es war ein geschwächter Gegner. Da sollten wir jetzt nicht zu stolz drauf sein. Dein Herausforderer versucht mühsam wieder aufzustehen. Seine Waffe lässt er jedoch im Schlamm liegen. Er schafft es nicht mehr auf die Beine, deshalb kniet er mit gesenktem Blick vor dir und gesteht damit seine Niederlage ein. Du hast mich von Roskva vergiften lassen, stimmt's? Diese Krankheit habe ich dir zu verdanken. Er schüttelt schwach den Kopf. Und deine List mit dem Netz. Wie konnte ich nur das Seil übersehen? Ich habe noch nie erlebt, dass jemand eine solche Falle im Kampf einsetzt. Ich halte zwar nichts von solchen Spielchen, aber ich kann nicht leugnen, dass es seinen Zweck erfüllt hat. Es wäre mir wesentlich lieber, mich vor einem Mann zu verbeugen, der mich mit ehrlichen Mitteln besiegt hat, doch ich bin von deiner Gnade abhängig. Ich ergebe mich und biete an, dir die Treue zu schwören. Ja, verbannen. Also er ist ja zum Kampf erschienen, das ist ja Quatsch. Wir haben ja gesagt, wir verbannen ihn, wenn er nicht erscheint, aber... Ich glaube mal an das Gute im Menschen, auch wenn er uns hier irgendwie schon arrogant verraten hat, aber ich glaube, seine Treue ist tatsächlich aufrichtig. Zumindest hoffe ich, dass sie es ist. Also, ich nehme dein Gelöbnis an. Eine seltsame Mischung aus Trauer und Erleichterung überkommt ihn. Er sieht dir eine ganze Weile fest in die Augen, dann scheint er sich ein wenig vom Duell erholt zu haben und erhebt sich. Du erweist mir große Ehre. Ich hoffe, du hegst wegen meiner Herausforderung keinen Groll mehr gegen mich. Du sollst wissen, dass du dich von nun an auf mich verlassen kannst. Voll und ganz. So, Verzeihung. Ketty reicht Asleif die Hand, der den Handschlag zögerlich erwidert. Willkommen bei uns, du alter Tölpel. Du hast gut gekämpft. Ich werde bestimmt froh sein, dich dabei zu haben. Auch Nefja schüttelt Asleif zaghaft die Hand. Es war dumm von dir, Sigurd herauszufordern, aber ich hoffe, du hast jetzt deine Lektion gelernt. Es freut mich sehr, dass du bei uns bist. Okay, Asleif hat sich angeschlossen. Na, das klingt doch gut. Rudere zurück nach Hause. So. Können noch mit Sigurd sprechen. Danke, dass du Asleifs Treueschwur angenommen hast. Es war töricht von ihm, dich herauszufordern. Aber den Tod oder das Exil kann ich leider nicht richtig lesen. Macht des Clans ist angestiegen im Übrigen. Cool. Können wir hier oben noch? Nee, da können wir leider nicht nachlesen. Bisschen schade. Jot, es war edelmütig von Asleif, dir die Treue zu schwören. Und es war vernünftig von dir, ihn zu verschonen. Er ist ein starker Krieger. Er wird dir von großem Nutzen sein. Und hier ist noch Grimkrell. Na gut, hier auf der Insel können wir nichts mehr machen, dann rudern wir doch zurück. Die folgen uns ja sowieso.
Und dann beenden wir bei uns zu Hause in einer wunderbaren Eintracht sozusagen. Ja, dann gleich auch das Angehauen hier. Und wie gesagt, wenn euch das Projekt gefallen hat, schreibt das gerne in die Kommentare rein. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass wir das auf jeden Fall weiterführen hier als Let's Play. Die kurze Rückfahrt mit dem Boot ist genauso langweilig wie die Hinreise. Die Holmgang-Insel ist von der Küste von Skjern aus gut zu sehen. Du kehrst als Sieger zurück. Nefja schnallt sich ihren Schild auf den Rücken. Ich bin froh, dass das erledigt ist. Was machen wir als nächstes? Aslife meldet sich zu Wort. Wir müssen etwas gegen Erling Torgisselson unternehmen. Zeit seines Lebens stellt seine Familie eine Bedrohung dar. Wenn die Zeit dafür gekommen ist oder wir gehen sofort hin. Ja, ich denke, wir geben dem Erling keine Zeit. Wir würden da sofort hingehen. Wie gesagt, ich werde gleich auch die Folge beenden. Aber ich würde sagen, wir entscheiden uns dazu, dort sofort hinzugehen. Und ihn daran zu hindern, noch weitere Vorbereitungen zu treffen. Wir gehen sofort hin. Okay, Erforschung. Wenn du bereit bist, das Gebiet zu verlassen, klick auf die Schaltfläche für die Gebietskarte, um den am nächsten gelegenen Übergang zur Kampagnenkarte zu sehen. Ihr Symbol zeigt einen Übergang an. Genau, ja, das wissen wir eigentlich alle schon. Okay, liebe Leute, wir sind zurück. Wir haben jetzt Aslife als Gefährten. Eigentlich war ich davon erst nicht so überzeugt, aber wie gesagt, ich glaube an seinen aufrichtigen Treueeid und hoffe, dass er uns hier auch als guter Kämpfer dienen kann. Wir können ja mal gerade schauen. Er ist mit Schild und Schwert nämlich bewaffnet. Das heißt, er ist ein super Nahkampftank. Gehe ich mal stark von aus, dass er da sehr gut ist. Macht guten Schaden mit dem Schwert. Na gut, in unserem Kampf hat er nicht so viel Schaden gemacht, aber wir hatten ihn ja auch erheblich geschwächt. So, was hat er dabei? Aslives Rüstung. Die übrigens nicht so gut ist wie unsere, glaube ich. Aber sicherlich. Da würde ich sagen, können wir die... Ach, die können wir jetzt nicht wegbewegen. Die ist an ihn irgendwie gebunden. Na gut, dann ist das seine Rüstung. Dann werden wir die natürlich nicht mehr wegnehmen können. Kettys Kleidung. Nefjas Rüstung, okay. Wenn wir das jetzt irgendwie hier weglegen, dann haben wir gar nichts, okay. Na gut. Dann können wir da jetzt an der Ausrüstung auch nichts machen. Okay. So, liebe Leute, aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ja, hier in unserem kleinen Ort werden wir dann vielleicht eines Tages als Let's Play auch wieder durchstarten mit unseren drei Gefährten. Und da freue ich mich schon drauf. Ja, ich fand bisher das Spiel sehr, sehr interessant, sehr gut. Mir gefallen die Dialoge, die hier geschrieben wurden, die Quests, die wir bisher hatten. Das ist jetzt ja nur ein kleiner Ausschnitt gewesen. Gefallen mir prächtig. Ich finde auch gut, dass das Spiel sich so Thematiken annimmt, so, auch wenn es ja nur so Kleinigkeiten sind, aber die fehlen, finde ich, in solchen Rollenspielen ganz häufig, wie zum Beispiel hier unten bei der Hexe, dass die so ein bisschen dement ist und immer verwirrter wird und ihre Schülerin sich aber ganz liebreizend um sie kümmert. Oder dass hier Charaktere auftreten, die ihre Handlung nicht unbedingt immer so gut durchdacht haben und dann in der Hitze des Gefechts dann zu dummen Entscheidungen neigen, wie mit Ota letztes Mal, den wir dann ja auch umgebracht haben. Das war auch eine strittige Entscheidung. Ich habe das auch begründet. Ich finde das cool, dass hier diese Kultur der Nordmänner, der Wikinger, auch sehr diversifiziert betrachtet wird. Also nicht nur dieses klassische Kriegerklischee aufgegriffen wird, ich habe das beim letzten Mal schon erläutert, sondern wirklich verschiedene Handlungsoptionen bestehen, die auch wirklich Konsequenzen anscheinend haben. Und ich freue mich da echt auf mehr. Also ich muss sagen, das ist wirklich ein schönes History-Game, das dem Anspruch auf jeden Fall auch gerecht wird, so scheint mir. Und da möchte ich gerne mehr von sehen. Und ich bin auch mal gespannt, wie das hier ist mit dieser Verwaltung des Dorfes. Das scheint ja irgendwie auch so eine Art Obermechanik zu sein. Wir können unser Anwesen dann noch ausbauen und so weiter und so fort. Wohlstand, Macht. Dann haben wir hier unsere Quests. Also ist ein sehr interessanter Genre-Mix auch. Der, ich weiß nicht, der Vorgänger, der war ja auch auf das Erkunden ausgerichtet in den neuen Landen in den Amerikas. Da war man dann als spanischer Conquistador unterwegs, deswegen ja auch der Spieletitel Conquistador, Expeditions Conquistador.
Das war auch ein sehr interessantes Setting. Auch da, fand ich, haben sie viele Dinge schon angeteasert, die sie jetzt aber, glaube ich, hier im Spiel noch mal ein bisschen forcierter umgesetzt haben. Und ja, macht auf jeden Fall Spaß und ich bin sehr gespannt, wie das dann entsprechend hier weitergeht. So, ich will auch nicht lange quatschen. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst es, Daumen nach oben, ganz wichtig. Und ansonsten schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das Spiel bisher fandet. Und auch hier dieses Angehauen, wie euch das Format gefällt. Verbesserungsvorschläge auch in die Kommentare. Natürlich versteht sich von selbst. Konstruktive Kritik ist ja bei mir immer gern gesehen auf dem Kanal. Ja, und falls ihr es noch nicht gemacht habt und ganz neu seid auf dem Kanal, abonniert natürlich auch und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Folgen mehr verpasst aus meinen Let's Plays zu irgendwelchen verschiedenen History-Games, wie zum Beispiel Crusader Kings 2 aktuell, Kingdom Come oder auch zu so Fantasy-Rollenspielen habe ich ja aktuell auch Pillars of Eternity. Das wird uns ganz lange begleiten, das Projekt. Auch ein wunderschön geschriebenes Rollenspiel. Gut, ich verabschiede mich von euch, bin euer Tastenhauer und sage ciao, ciao.